Heute bei Transfermarkt TV sprechen wir unter anderem über zwei Stürmer, die im Premier League-Fokus stehen. Außerdem das ewige Thema des Transfersommers, die Außenbahnen in der Offensive des FC Bayern München. Da gibt es wohl den ein oder anderen neuen Kandidaten. Ihr solltet uns an dieser Stelle unbedingt ein Abo dalassen. Aktiviert also die Glocke und wir beginnen dann in der Sendung mit der Auflösung unseres Quizzes von gestern. Wir wollen sprechen über die fixen Transfers des Tages und wir beginnen mit denen auf nationaler Ebene. Und da gibt es einen Wechsel aus Liga 2 in die Bundesliga. Und zwar für ein Jahr auf Leihbasis holt Fortuna Düsseldorf Erik Tommy vom VfB Stuttgart. Der 24-Jährige bleibt bis zum kommenden Sommer. Und noch einen Transfer hat die Fortuna fix gemacht, und zwar den Rekordtransfer der Vereinsgeschichte. 4 Millionen Euro werden auf den Tisch gelegt für Nana Ampoma. Der kommt von Waasland Beveren aus der belgischen Jupiler Pro League. Und auch ein Neuzugang für den SV Sandhausen steht fest. Gerrit Nauber wechselt vom MSV Duisburg zum Zweitligisten. Die Meidericher waren ja aus der zweiten Liga abgestiegen. Und Nauber, der 27-jährige Innenverteidiger, der stammt ursprünglich aus der Leverkusener Jugend. Wechseln wir zu den internationalen Transfers. Und zwar geht Paul Lopez, der Torwart von Betis Sevilla, zur AS Rom für eine stolze Ablösesumme von 23,5 Millionen Euro. Er unterschreibt für 5 Jahre und kommt in seiner Karriere auf genau 100 Einsätze in La Liga. Der FC Porto gibt weiter fleißig Geld aus. Luis Diaz kommt vom Junior FC aus Kolumbien. Der 22-Jährige spielt am liebsten auf Linksaußen. Der portugiesische Vizemeister FC Porto hat damit 47 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben. Auch Aston Villa ist im Kaufrausch. Der Premier League-Aufsteiger hat die höchsten Ausgaben bisher aller Premier League-Clubs, über 90 Millionen Euro. Letzter Neuer bisher ist Esri Konsa. Der 21-Jährige kommt für 13,3 Millionen Euro aus Brentford. Und Brentford, das Team aus der Championship, hat gleichzeitig einen neuen präsentiert, und zwar Matthias Jensen, 23-jähriger Däne, der im Mittelfeld spielt. Er kostet 3,8 Millionen Euro Ablöse und kommt von Celta de Vigo. Es dürfte da draußen sicherlich nur die wenigsten verwundern, dass bei uns in der Gerüchteküche auch immer wieder, eigentlich fast täglich, die Bayern vorkommen. Der Grund: die beiden Außenpositionen. Da gibt es noch keine Verstärkung, und das nach dem Abgang von Franck Ribéry und Arjen Robben. Aber wie gesagt, es gibt das ein oder andere Gerücht. So auch Steven Bergwijn von der PSV Eindhoven. Da hatten sowohl Kicker als auch Sportbild von einem Bayern-Interesse berichtet. Nun schreibt Football International, dass sein Trainer Marc van Bommel unbedingt schnellstmöglich Klarheit möchte, also ein Ultimatum. Nächste Woche soll eine Entscheidung her, denn schon am 23. Juli spielt die PSV Champions League Quali gegen den FC Basel. Der Berater von Steven Bergwijn, Fulco van Koperen, der hat sich auch geäußert gegenüber ESPN. Bayern ist ein bedeutender und großer Club, und es ist großartig, dass sie Steven mögen. Sie können sich so viel Zeit nehmen, wie sie brauchen. Auf der anderen Seite ist es kein Geheimnis, dass es mehrere Clubs gibt, die ihn mögen. Ja, es ist also wie in den vergangenen Wochen, es wabert so ein bisschen hin. Noch gibt es nichts Konkretes, dafür aber noch den ein oder anderen Namen. Denn unter anderem berichtet die Sportbild, dass sich Hasan Salihamidzic in Amsterdam mit dem Berater von Hakim Ziyech getroffen haben soll. Der 26-Jährige hat ja eine starke Saison bei Ajax gespielt. Dem Bericht zufolge soll auch Interesse bei Yannick Carrasco von Dalian Yifang hinterlegt worden sein. Allerdings wird auch in den beiden Fällen diese Woche eine Entscheidung verlangt. Drucksituation also für die Bayern-Verantwortlichen. Und ob es klappt, das steht in den Sternen. Dementsprechend gibt es auch noch einen Plan C und D. Und zwar sind ebenfalls auf der Liste angeblich Dani Olmo von Dinamo Zagreb und Leon Bailey von Ligakonkurrent Bayer 04 Leverkusen. Also, es muss auf jeden Fall bald was passieren. Namen gibt es auf jeden Fall genug.
West Ham United und Marko Arnautovic sind getrennte Wege gegangen. Das hatten wir natürlich auch berichtet. Nun ist der österreichische Rekordtransfer, der für 25 Millionen Euro zu SIPG gegangen ist, in Shanghai angekommen. Interessante Szenen. Der wird auf jeden Fall schon gefeiert, bevor er den ersten Ball gespielt hat. Die nächste wichtige Frage lautet aber, wen holt West Ham als Ersatz? Und da könnte dieser Herr hier eine Rolle spielen. Sebastian Haller, einer der Stars bei Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison. Die Gazzetta dello Sport hat berichtet, dass er ein Thema bei West Ham sei. Von 40 Millionen Euro Ablöse und einem Vertrag bis 2024 ist die Rede. Haller selber aber soll kein Interesse an einem Wechsel zu haben, denn er will sportlich sich verbessern, wenn überhaupt. Der Frankfurter Rundschau sagte der Spieler, ihr werdet es erfahren, wenn es etwas geben sollte, aber es gibt nun mal nichts, also heißt es abwarten. An der Stelle seid auch ihr gefragt. Passt Haller zu West Ham United? Und auch die Bayern-Gerüchte sind natürlich interessant. Wen könntet ihr euch am ehesten vorstellen? Das solltet ihr unbedingt bei uns in den Kommentaren einmal festhalten. Wir lesen mal einen vor zum Thema West Ham und Haller. Da schreibt nämlich der User Emilinho: Arnautovic und Haller ähneln sich meiner Meinung nach vom Spielertyp her. Daher wäre die Verpflichtung deutlich sinnvoller. Dass Haller in Frankfurt nicht alt wird, ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis, aber ob West Ham sportlich so viel besser ist? Finanziell auf jeden Fall, aber aus rein sportlicher Sicht macht das jetzt nicht so viel Sinn. Und sollte es keinen Sinn ergeben, dann gibt es noch ein Gerücht für die Hammers. Und zwar sollen die Interesse an Gonzalo Higuain haben, der ja nach seinem Leihgeschäft beim FC Chelsea zurück zu Juventus Turin kehrt. Auch an ihm soll West Ham Interesse haben. Das Interesse von der Insel hat wohl auch Joe Linton erneut geweckt. Der war ja bereits im Winter mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht worden. Nun berichtet der Kicker, dass sich die Wolverhampton Wanderers intensiv mit einer Verpflichtung des Brasilianers beschäftigen. Sein Marktwert 35 Millionen Euro, zuletzt fiel er ja mit einem Syndesmosebandriss aus. Auch hierzu haben wir ein User-Zitat, und zwar von Strömberg 7. Joe Linton ist in der Bundesliga zurzeit noch gut aufgehoben. Er hatte dort ein starkes Jahr, sollte meines Erachtens aber noch eine Saison bleiben. Die Metro berichtet, dass Toby Alderweireld von Tottenham zur AS Rom wechseln könnte. Dem Bericht zufolge gibt es auch eine Ausstiegsklausel. Demnach könnte der 30-jährige Belgier für 25 Millionen Pfund wechseln. Noch ein Innenverteidiger könnte die Insel verlassen, Viktor Lindelöf, der Schwede. Der Guardian berichtet nämlich, dass der 24-Jährige kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona steht. Der Berater von Lindelöf, der machte da ganz klare Andeutungen in einem Interview. Und auch nicht zum ersten Mal, bei weitem nicht, berichten wir von Matthijs de Ligt, der ja wirklich ganz heiß bei Juve hoch im Kurs steht. Nun vermeldet der Telegraph, dass Juventus ihn am Samstag vorstellen möchte. Juve bietet demnach nun 75 Millionen Euro, eine offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht. Die Bild berichtet, dass Eintracht Frankfurt Waldemar Anton von Hannover 96 ins Visier genommen hat. Und zwar sollte die Rückholaktion von Martin Hinteregger vom FC Augsburg nicht klappen. Der FCA stellt sich da ja aktuell quer, hat ein 10 Millionen Euro Angebot nicht akzeptiert und eben diese 10 Millionen sollen jetzt für Anton geboten werden. Der Kicker berichtet, der HSV habe seinen Rechtsverteidiger und Ex-Kapitän Gotoku Sakai beim SC Paderborn angeboten. Allerdings soll der Bundesliga-Aufsteiger abgelehnt haben. Und wir haben noch einen interessanten Namen aus Italien. Junges Talent Ismail Benassa und sein Präsident vom FC Empoli, der bestätigte, dass Verhandlungen für einen Transfer von Benassa kurz vor dem Abschluss stünden. Demnach soll es sich bei der anderen Verhandlungspartei um den AC Mailand handeln. Er war einer der Champions-League-Helden beim FC Liverpool, Torschütze im Halbfinale und auch im Endspiel, Divock Origi. Und nun wurde sein Vertrag beim FC Liverpool verlängert. Langfristig, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Der 24-jährige Mittelstürmer, der ja auch an den VfL Wolfsburg verliehen war, der war ursprünglich nur noch bis zum kommenden Sommer an den Club gebunden.
Schlechte Neuigkeiten für Eintracht Frankfurt. Djibril Sow, der für 9 Millionen Euro von den Young Boys Bern geholt wurde, der hat sich verletzt. Er zog sich eine Sehnenverletzung zu und muss nun 8 bis 10 Wochen pausieren. Das Ganze passierte im Trainingslager in der Schweiz, in Thun. Neymar, der blieb ja bekanntermaßen Anfang der Woche dem Trainingsauftakt von PSG fern. Nun muss der 27-Jährige deswegen auf seine Verhaltensprämie, die im Vertrag verankert ist, verzichten. Auch so etwas gibt es. Für gutes Verhalten hätte Neymar zusätzlich 375.000 Euro bekommen. Die sind nun futsch. Der VfB Stuttgart musste ja jüngst Ozan Kabak abgeben. Das Ganze wegen einer Ausstiegsklausel. Für 15 Millionen Euro ging er dann zum FC Schalke. Zukünftig soll es nun keine Ausstiegsklausel mehr beim VfB geben. Das gab der Sportdirektor Sven Mislintat bekannt. Und die Bild berichtet, dass der erste FC Köln seinen geplanten Stadionumbau nun wirklich rasch vorantreiben kann. Laut einer Machbarkeitsstudie soll es durchaus denkbar sein, dass die aktuelle Kapazität von 50 auf ca. 70 bis 75.000 Zuschauer erhöht wird. Demnach soll auch eine Tribüne mit 28.000 Stehplätzen geplant sein. Das war's schon wieder von der aktuellen Ausgabe Transfermarkt TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und seid, denn eure Aufgaben sind natürlich noch längst nicht erledigt. Kommentiert fleißig mit, vor allen Dingen natürlich zu den Themen dieser Sendung. Alles rund um den FC Bayern und natürlich auch die Bundesliga-Stürmer, die im Premier League-Fokus stehen sollen. Und wenn ihr dann noch Lust habt, könnt ihr natürlich auf unserem Kanal weiterhin bleiben, denn wir empfehlen euch folgende Videos. Hier oben seht ihr zum Beispiel unser aktuellstes Video. Und da unten, da gibt es die Kaderplanspiele vom SC Freiburg. Also weiterhin viel Spaß auf unserem Channel und wir sehen uns mit Sicherheit demnächst.